Laura Maria Ripa räumt mit den Gerüchten über eine Trennung von Pietro Lombardi auf. Waren nie getrennt, schrieb die Influencerin in einer Instagram-Story. Es gibt Dinge, die nicht immer gleich mit unserer Beziehung zu tun haben, so die Freundin des DSDS-Jurors weiter. Was war passiert? Laura Maria Ripa war vor gut einer Woche ihrem Partner bei Instagram entfolgt. Auch dessen Ex-Frau Sarah Engels kündigte sie die Social-Media-Freundschaft. Ich muss euch die Tage etwas sagen, wenn ich mich bereit dazu fühle, schrieb sie dann bei Instagram. Ich bin enttäuscht und muss mich erstmal sammeln. Nachdem sie sich gesammelt hatte, legte sie nach. Ich muss niemandem folgen, der Unruhe stiftet, schrieb sie letzte Woche. Ob sie damit Pietro Lombardi, Sarah Engels oder beide meinte, ließ sie offen. Sie wolle die Sache auch nicht an die große Glocke hängen. Nach einer Woche Ungewissheit für ihre Follower rückt Laura Maria Ripa die Sache nun gerade. In der erwähnten Instagram-Story antwortet sie auf eine Fanfrage, ob sie es bereue, vorschnell Sachen zu posten und damit Spekulationen zu verursachen. Manchmal handelt man schneller als man sollte, räumte Ripa ein. Sie sei schließlich einfach ein Mensch und kein PR-Monster. Sie habe echt und aus dem Moment heraus, statt durchgeplant reagiert. Trotzdem stehe sie zu ihrer Meinung und den Beiträgen, die für Trennungsgerüchte sorgten. Es haben sich so viele Sachen bei mir gesammelt und dann ist das Fass übergelaufen. Laura Maria entschuldigt sich bei den Followern, die sich verarscht gefühlt haben. Ich wollte keine Unruhe verursachen. Was letztlich der Grund für ihre Instagram-Statements in der letzten Woche waren, ließ sie offen. Schon am Freitag hatte sie mit einem Instagram-Bild für Entwarnung gesorgt. Jedenfalls teilte sie ein Foto aus ihrer Wohnung, auf dem Pietro Lombardi und Alessio zu sehen waren, dessen Sohn aus der Ehe mit Sarah Engels. Amira Pocher trifft bei einer Weihnachtsfeier unerwartet auf ihren noch Ehemann Oliver Pocher. Wie es dazu kam und wie sie mit der Situation umgegangen ist, berichtet Amira nun in ihrer neuesten Ausgabe ihres Podcasts mit ihrem Bruder Hima. Dass Amira Pocher mittlerweile wieder voll im Leben steht, daran lässt die Podcasterin keinen Zweifel. So besprechen die Geschwister etwa die legendäre Weihnachtsfeier am Tag vor der Aufnahme. Wir haben ziemlich viel Spaß gehabt, berichtet Amira, während sie auf ihre Essensbestellung gegen den Kater wartet. Offenbar war auch Oliver Pocher da. Der hat ziemlich überrascht geguckt, als ich auf einmal da saß. Das hat Amiras Partystimmung aber keinen Abbruch getan. Ihr Bruder, der im Gegensatz zu ihr keinen Alkohol trinkt, wird etwas konkreter. Ich habe dich irgendwann mal alleine auf der Treppe tanzen gesehen. Du hast neue Freunde gemacht, du hast mitgesungen. Weiter hätten sie zusammen Last Christmas gegrölt und zwischendurch verzweifelt das vermeintlich verloren gegangene Handy von Amira gesucht. Erst um 6 sei sie im Bett gewesen, gibt die 31-Jährige zu. Und resümiert lachend, ich gehe ja nie auf Partys, aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt. In der 5. Folge geht es auch um Amiras Liebesleben in Teenagerjahren. Ihre erste große Liebe sei ein Arschloch gewesen, berichtet sie. Nach einigen Monaten Beziehung hätte er ihr gesagt, er müsse für seinen Wehrdienst ins Ausland. Ein paar Tage später hätte sie ihn Hand in Hand mit einer Freundin gesehen. Sie hätte Jahre gebraucht, um damit abzuschließen, so Amira. Der Mann hat mir damals mein Herz gebrochen in alle Einzelteile. Kann mir heute nicht mehr passieren. Ich schütze mich sehr gut. Nicht der einzige Seitenhieb auf verflossene Partner. Mit Blick auf ein anstehendes Aufeinandertreffen mit dem Vater ihrer Kinder seufzt Amira Pocher, das wird sehr, sehr spannend. Ich hoffe, es werden sich alle im Griff haben. Ich hoffe, es wird alles harmonisch ablaufen. Cora Schumacher wird Dschungelcamp-Teilnehmerin. Sie ist demnach der zweite Promi, der offiziell für die nächste Ausgabe der RTL-Show feststeht. Schauspieler Heinz Hönig wurde ebenfalls bereits vom Sender bestätigt. Zu ihrer Teilnahme sagt Cora Schumacher, ich werde immer alles versuchen und bin sehr aufgeregt. Die 46-Jährige ist Rennfahrerin und Model. Sie war von 2001 bis 2015 mit Ex-Formel-1-Pilot Ralf Schumacher verheiratet. 2015 war Cora Schumacher zudem im Playboy zu sehen. Vor ihrem Dschungelcamp-Abenteuer verrät sie RTL nun auch, ich bin auf der Reise zu mir selbst. Ich freue mich einfach total darauf, mich selber neu kennenzulernen, und dass der Zuschauer mich auf dem Weg zu mir selbst begleitet. Ihre größte Herausforderung werde die Trennung von ihrer geliebten Hündin und die Frage, ob ihr Verdauungstrakt mit so viel Bohnen und vielleicht noch einem Schweinepenis obendrauf zurechtkommen wird. Der Verzicht auf Zucker könne ebenfalls zum Problem werden, denn sie bezeichnet sich laut RTL als Cola- und Schoki-Junkie. Sie erklärt weiter, ich für mich werde wohl die größte Herausforderung. Zudem sagt sie über sich selbst, ich bin harmoniebedürftig. Konfliktscheu sei sie deswegen aber nicht. Wenn man mich provoziert, dann kann ich auch Kante zeigen. Heute verabschieden wir uns von einer lieben Freundin, die uns allen ihr größtes Werk hinterlässt, ihre Musik. Unter anderem zu diesen Worten auf dem offiziellen Instagram-Account von Tina Turner, nahmen Millionen Fans weltweit im Mai Abschied von der legendären Sängerin.
Ende Oktober mussten sich Serienfans von Friends-Schauspieler Matthew Perry verabschieden. Er gehörte zum Hauptcast der Kultserie. Matti, ich liebe dich so sehr und ich weiß, dass du jetzt vollkommen in Frieden bist und keine Schmerzen mehr hast. Ich rede jeden Tag mit dir. Ruhe, kleiner Bruder, schrieb Jennifer Aniston bei Instagram. Die Skilegende Rosie Mittermeier war bereits zu Beginn des Jahres verstorben. Wir als Familie geben die traurige Nachricht bekannt, dass unsere geliebte Ehefrau, Mama und Oma am 4. Januar 2023 nach schwerer Krankheit im Kreise der Familie friedlich eingeschlafen ist, zitierte unter anderem der Bayerische Rundfunk damals ein Statement ihres Ehemannes Christian Neureuther, ihres Sohnes Felix Neureuther und ihrer Tochter Amelie Neureuther. Ebenfalls im Januar wurde bekannt, dass Tatjana Patitz, eines der ersten Supermodels, an den Folgen einer Brustkrebserkrankung gestorben war. Ein Engel hat uns verlassen, erklärte ihre ehemalige Kollegin Eva Herzigowa bei Instagram. Von ihrem Tode zu hören sei, die traurigste Nachricht, die ich mir hätte vorstellen können. Von Sinéad O'Connor mussten unzählige Fans im Juli Abschied nehmen. Sie wurde nur 56 Jahre alt. Die Schauspielerin Jamie Lee Curtis bezeichnete die irische Sängerin, die mit ihrer Version des Songs Nothing Compares to You in den 1990er Jahren bekannt wurde, unter anderem als Rebellin und Kriegerin. Ebenfalls bewegend für viele waren die Abschiede von dem im Januar an den Folgen eines Schneemobilunfalls gestorbenen Rallyefahrers Ken Block, des ehemaligen Stabhochspringers Tim Lobinger, des beliebten Schauspielers Elmar Wepper und des Schlagersängers Roger Whittaker. Prinz Louis ist mit seinen jungen Jahren bereits ehrenamtlich aktiv, wie es sich für ein Mitglied der königlichen Familie gehört. Der jüngste Spross von Thronfolger Prinz William und dessen Ehefrau Prinzessin Kate besuchte eine gemeinnützige Organisation, die Familien unterstützt. Louis half dort zusammen mit seinen Geschwistern Prinz George und Prinzessin Charlotte Spenden für Weihnachten zu sortieren. Der Fünfjährige schien dabei viel Spaß gehabt zu haben. Auf einem Video zu der Aktion ist zu sehen, wie er Tüten mit Spielzeug durchsucht, um Geschenke für benachteiligte Kinder auszuwählen. Dabei staunte Prinz Louis offenbar über einen riesigen Plastik-King Kong. Das ist ein großer Kerl, sagt er in dem Clip zu seiner Schwester. Die beiden älteren Geschwister waren für ihren Job als freiwillige Helfer auch weniger formell gekleidet als bei ihren offiziellen Auftritten. George zeigte sich im blauen Pullover und Jeans, Charlotte trug ein weinrotes Oberteil und Jeansrock, während ihre Mutter im weißen Rollkragenpullover zu sehen ist. Prinz Louis ist bekannt dafür, bei öffentlichen Auftritten für gute Laune zu sorgen. Auch bei seinem jüngsten Termin hatte der Nachwuchs Royal wieder die Lacher auf seiner Seite. Er begleitete seine Eltern und Geschwister am Freitagabend zum alljährlichen Weihnachtskonzert der Royals in die Londoner Westminster Abbey und spielte seiner Schwester dort einen kleinen Streich. Beim Verlassen der Kirche beugte sich Louis zu Charlotte rüber und blies frech die Kerze, die sie in der Hand hielt, aus. Anna Ermakova hat im vergangenen Mai das Finale von Let's Dance gewonnen und erlangte mit ihren Auftritten und über die Show hinaus viel Aufmerksamkeit. Wer konnte 2023 in anderen TV-Shows sonst noch punkten und den Sieg einfahren? Und wie ging es für die Gewinner nach den finalen Sendungen weiter? Tauche gemeinsam mit uns ein in die glitzernde Welt der Promis und erfahre, wer die Bühne gerockt hat. Jamila Rowe ist die amtierende Dschungelkönigin. 62,26% der Zuschauer haben Ende Januar im Finale vom Dschungelcamp bei RTL für die Visagistin angerufen. Damit setzte sie sich gegen ihre Konkurrenten Gigi Birofio und Lukas Cordalis deutlich durch. Ich habe mir viele Dinge von der Seele gesprochen und das tat mir gut, erzählte sie nach ihrem Sieg bei Stern TV. Sie habe wohl in ihrem ganzen Leben noch nie so viel geweint wie dort. Gleichzeitig war die Show eine großartige Erfahrung für sie. Das Dschungelcamp war für mich das schönste Erlebnis in meinem Leben. Nach dem Dschungelcamp war Rowe viel unterwegs und häufiger Gast auf Events, wie der Bertelsmann Party im Juni und der Berliner Fashion Week im Juli. Im Fernsehen sah man sie bis auf Grill den Hänsler Ende April erst einmal nicht mehr. Ab September gab es ein TV-Wiedersehen mit Rowe, sie wurde Teil der neuen RTL2-Dokuserie VIPs Only, mit dem Jetset um die Welt. Der ehemalige DSDS-Sieger Luca Henny gewann im Frühjahr 2023 die 8. Staffel der Promi-Maskenshow The Masked Singer. Der Schweizer Sänger setzte sich als Schuhschnabel unter anderem gegen Schauspielerin Felicitas Woll als Igel durch. Henny veröffentlichte kurz nach seinem Sieg mit seiner Masked Singer-Mitstreiterin Patricia Kelly eine gemeinsame Single. Doch vor allem sein Privatleben hielt nach seinem Sieg einige Highlights bereit. Gemeinsam mit Partnerin Christina Luft bezog er nicht nur das gemeinsame Haus in der Schweiz, das Paar heiratete auch Ende August. Die beiden lernten sich als Promi-Profi-Tanzpaar 2020 bei der RTL-Tanzshow Let's Dance kennen. Der RTL-Tanzshow-Dauerbrenner sorgte 2023 ebenfalls für viel Aufmerksamkeit, und das vor allem durch die am Ende gekürte Siegerin. Anna Ermakova, die Tochter von Boris Becker und Angela Ermakova,
setzte sich mit Tanzpartner Valentin Lusin im großen Finale durch und holte sich den Tanzpokal. Insgesamt konnte Ermakova 11-mal die Höchstpunktzahl der Jury einheimsen, ein Rekord in der Show. Danach ging es für sie nicht nur auf Let's Dance Live Tour. Mit ihrem Sieg zog die 23-Jährige auch ihren allerersten TV-Jury-Job an Land, den sie 2024 antreten wird. Teil von Das Supertalent zu sein ist wie ein Ritterschlag für mich, erklärt sie im RTL-Interview. Durch meine Teilnahme bei Let's Dance weiß ich genau, wie es sich als Kandidatin einer solchen Show anfühlt. Ich habe gelernt, immer an mich zu glauben und nie aufzugeben. Am 15. Juni gewann Vivian Blotzki die 18. Staffel von Germany's Next Topmodel. Unbeschreiblich, mir bleibt die Luft weg, beschrieb sie ihre Gefühle direkt nach dem Sieg. Auf die Koblenzerin wartete das Preisgeld von 100.000 Euro. Sie durfte auf das Cover der deutschen Harper's Bazaar und arbeitete für eine Kampagne des Kosmetikherstellers MAC Cosmetics. Das Leben der GNTM-Siegerin hat sich seit ihrem Sieg in vielen Dingen verändert. Sie verfolgt weiter ihre Modelkarriere, lief zum Beispiel bei der Berliner Fashion Week für Designerin Jasmin Erbers über den Catwalk. Sie schloss auch ihre Ausbildung als Kauffrau im Einzelhandel ab. Und sie setzt auf ihrem Social-Media-Account unter anderem mit freizügigen Bildern immer wieder klare Statements gegen Bodyshaming. Als Superfan der Sendung ging Serkan Yavuz für eine symbolische Gage von einem Euro in den Kampf der Reality-Stars. Am Ende zahlte es sich aus und der Ex-Bachelor in Paradise-Kandidat gewann im Sommer die 4. Staffel der RTL2-Reality-TV-Sendung. Auch bei Yavuz gab es danach zunächst eine frohe Botschaft aus dem Privatleben. Der Reality-TV-Darsteller heiratete Partnerin Samira Yavuz. Die beiden ehemaligen Kandidaten aus dem Bachelor- und Bachelorette-Universum fanden in Bachelor in Paradise zueinander. Sie sind seit 2022 Eltern der kleinen Nova. Im Oktober wurden die beiden als Nachrückerpaar für das RTL-Sommerhaus angekündigt. Und auch im RTL-Sommerhaus war Serkan Yavuz, dieses Mal mit seiner Partnerin an seiner Seite, erfolgreich. Die beiden fielen durch Sportlichkeit, Cleverness und Ehrgeiz auf. Wie in vorigen Staffeln mussten die Paare am Ende Gesichter aus Puzzleteilen zusammenbauen. Serkan und Samira gelang dies im Finale am besten und so konnten sie am Ende den Koffer mit 50.000 Euro in die Luft strecken. Dass ihnen danach Taktikspielchen vorgeworfen wurden, ließ das Paar kalt, wie Serkan Yavuz im RTL-Interview betonte. Wir sind unglaublich stolz, haben alles richtig gemacht, haben alles gegeben und als Paar nicht versagt. Wir haben uns untereinander nicht verloren und auch noch Geld mit nach Hause genommen. Was willst du mehr? Die Verräter, Vertraue niemandem ging dieses Jahr erstmals an den Start. In der RTL-Show waren 16 Promis mit von der Partie, die mit und gegeneinander um 50.000 Euro kämpften. Unter ihnen waren drei Verräter, die sich den Schatz allein unter den Nagel reißen wollten und von Spielleiterin Sonja Siedlow heimlich ausgewählt wurden. Sie durften jede Nacht einen der anderen Teilnehmer eliminieren. Die Loyalen sollten hingegen einen Verräter enttarnen. Sängerin Anna-Karina Wojcik und Kollege Vincent Groß konnten sich als Verräter bis zum Schluss durchsetzen und den Silberschatz in Höhe von 46.500 Euro mit nach Hause nehmen. Wojcik steht seit ihrem TV-Ausflug wieder als Sängerin auf der Bühne und verriet kürzlich bei Instagram: Wir arbeiten an neuer Musik und einigen Überraschungen. Der Schweizer Sänger Groß stimmte zuletzt mit dem Song Glühwein seine Fans auf Weihnachten ein. Gegen Ende des Jahres ziehen traditionell einige mehr oder minder bekannte Persönlichkeiten ins Promi Big Brother Haus. Reality-Sternchen Jelis Kocz holte sich Anfang Dezember mit 51,31% der Zuschauerstimmen den Sieg gegen Social-Media-Star und Wildcard-Gewinner Marco Strecker. Ich danke euch von ganzem Herzen, weinte Kocz Freudentränen, nachdem sie von ihrem Sieg erfahren hatte. Den Gewinn feierte sie mit einer Siegprämie von 100.000 Euro, die sie spenden und einen Teil ihrer Mutter geben wolle, wie sie noch im TV-Container ankündigte. Doch nicht nur die Prämie und öffentliche Aufmerksamkeit bleiben ihr von ihrer Teilnahme erhalten. Wie sie zuletzt in einer Instagram-Story verriet, wolle sie auf jeden Fall mit ihren Mitstreitern, die Lara Kruse und Dominik Stuckmann, in Kontakt bleiben. Zwei Menschen, die ein Herz aus Gold haben und immer an meiner Seite waren. So Kocz. Die Helene Fischer Show ist zurück und wir haben exklusive Einblicke. Die Show feiert nach einer dreijährigen Pause ihr Comeback im ZDF-Weihnachtsprogramm. Die Sendung wurde bereits Anfang Dezember in der Messehalle in Düsseldorf aufgezeichnet. Gastgeberin Helene Fischer performt gemeinsam mit nationalen und internationalen Gästen. Erste Bilder zeigen, was die Zuschauer bei dem bunten Treiben erwartet. Highlights der 180-minütigen Sendung mit unzähligen Outfit- und Bühnenbildwechsel sind die Duette von Helene Fischer mit Beatrice Egli, Peter Maffay, Ben Zucker und Nena. Ein weiterer farbenfroher und musikalischer Höhepunkt dürfte das Duett mit Schauspieler und Musiker Tom Beck sein. Die beiden sind als pinke Barbie und Ken mit blonder Perücke in der Show zu sehen.
Die Neuauflage von Atemlos durch die Nacht wird von Helene Fischer und Shirin David ebenfalls wieder gemeinsam vorgetragen. Die beiden tragen dabei auch die gleichen Outfits, rote und blaue Glitzerbodies mit Schulterpolstern und Handschuhen, wie bei ihrem Premierenauftritt in der letzten Ausgabe von Wetten, dass mit Thomas Gottschalk. Ebenfalls nicht fehlen werden Helene Fischers berühmte Akrobatik-Einlagen. Ein Foto zeigt die Künstlerin, wie sie von einem Akrobaten an beiden Händen in der Luft gehalten wird. Weitere nationale und internationale Promi-Gäste in der Weihnachtsshow sind ESC-Gewinnerin Lorraine, die mit Fischer im Duett ihren Hit Tattoo präsentieren wird. Zudem sorgen Comedian Tané und das Ensemble vom Musical Moulin Rouge für Unterhaltung. Und 24 Tim wird als Drag Queen auftreten. Julian Klaassen und Tanja Makaric verraten, dass sie Weihnachten mit Bibi Klaassen verbringen. So sieht Patchwork aus. Auch nach ihrer Trennung feiern die Klaassens das Fest der Liebe zusammen, ihren gemeinsamen Kindern Leo und Emily zuliebe. Auch Julians neue Freundin Tanja ist mit von der Partie. Im neuen YouTube-Video des Influencers plaudert die 26-Jährige die Festtagspläne des Paars aus. Weihnachten ist nachmittags auf jeden Fall bei Mama und Papa geplant. Und dann gehen wir zu Bibi nach Hause und verbringen da Weihnachten weiter. Böses Blut herrscht also nicht zwischen Julian und Bibi Klaassen. Auch zwischen Tanja und Bibi scheint es keinen Stress zu geben. Der 30-Jährige betont, es herrscht einfach Frieden. Es ist alles entspannt. Klingt ganz so, als ob die Klaassens ein echtes Vorbild in Sachen Co-Parenting sind. Tanja erzählt weiter, wir setzen uns alle an einen Tisch und unterhalten uns über die Kinder oder Gott und die Welt. Zum Beispiel zum Geburtstag oder auch zu Weihnachten sind wir alle zusammen. Stockcar, Autoball, Wok, das ist alles so leicht außer Kontrolle. Ne? Dass da keiner, sag ich mal, so wie bei Wetten, dass in den Rollstuhl gelandet ist, ist eigentlich ein Wunder. Mit diesen und noch weiteren krassen Aussagen schockiert Joey Kelly aktuell die Fans. Doch wie kam es überhaupt dazu, dass er diese offenen Äußerungen über das Vorgehen hinter den Kulissen der Produktion tätigte? Wir klären euch auf, als Joey Kelly gemeinsam mit Twitch-Urgestein Montana Black, Tanzverbot und Knossi in einer Runde sitzt, kamen die Männer auch auf ihre gemeinsamen Erfahrungen bei der VOG-WM zu sprechen. Montana Black äußerte sich kritisch, bei der VOG-WM, also bei dem Runterfahren, habe ich wirklich Angst gehabt und habe mir gedacht. Das, was hier gerade die Zuschauer geliefert bekommen, die Unterhaltung, ist mir mein Risiko der Verletzung einfach nicht wert. Daraufhin bringt sich Joey Kelly mit weiteren eigenen Erfahrungen ein. Der Extremsportler hatte zuletzt in diesem Jahr seinen Titel als Gewinner der Pro7-Show verteidigt. Und auch Knossi hat seine ganz eigenen Erfahrungen, die er teilt. Und dabei geht es nicht nur um die VOG-WM. Am 19. Dezember jährt sich die Scheidung von Kathi Hummels und Mats Hummels zum ersten Mal. Im Rahmen ihres Magic Christmas Market, einem Weihnachtsmarkt für den guten Zweck in München, hat die Unternehmerin, Influencerin und Moderatorin nun auf die vergangenen 12 Monate zurückgeblickt. 2023 sei für sie ein schwieriges Jahr gewesen, verrät die 35-jährige Mutter eines Sohnes und fügt hinzu, mein Jahr ist ein Auf und ein Ab. Ich glaube eigentlich wie bei jedem Menschen. Zugleich sei sie jedoch dankbar für alles, was sie hat und grundsätzlich positiv gestimmt. Neu in ihrem Leben sei für Hummels nach ihrer Scheidung, bedeutende Lebensentscheidungen aus ganz freiem Willen ohne irgendwelche Beeinflussungen zu treffen, da sie auf sich alleine gestellt ist. Doch gleichzeitig zeigt sie sich in gewissem Sinne erleichtert, den einschneidenden Schritt der Ehelösung gegangen zu sein. Ich glaube ehrlich gesagt, der Weg zur Scheidung war das anstrengendste. Danach nicht mehr, weil dann ist es ja vollbracht, resümiert sie. Pochers, Kleins und Co. Dass es 2023 zeitweise Promi-Trennungen zu hageln schien, dürfte eventuell damit zu tun haben, dass durch die nervenaufreibenden Lockdown-Phasen der vorangegangenen Pandemiezeiten selbst stabile Beziehungen auf eine harte Probe gestellt wurden. Doch natürlich gab es auch zahlreiche weitere Beweggründe, die deutsche und internationale Berühmtheiten veranlassten, in diesem Jahr ihre Partnerschaften endgültig an den Nagel zu hängen. Wir haben in diesem Video unsere Trennungs-Highlights für euch zusammengefasst. Iris und Peter Klein liefern den Promi-Rosenkrieg des Jahres. Das Trennungsjahr 2023 startete im Januar mit dem bis heute andauernden Ehedrama rund um Daniela Katzenbergers Mutter Iris Klein und ihren dritten Ehemann Peter Klein. Iris warf ihrem Partner vor, ihr am Rande des Dschungelcamps in Australien untreu gewesen zu sein und sie mit der Moderatorin und ehemaligen Miss Germany Yvonne Wölke betrogen zu haben. Die darauf folgende Schlammschlacht sollte den Boulevard das ganze weitere Jahr über beschäftigen. Nicht zuletzt, als die beiden im November bei der Reality-Show Promi Big Brother wieder eine Weile gemeinsam unter demselben Dach verbringen mussten. Da sich Peter Klein bislang weigerte, die Scheidungspapiere zu unterschreiben, sind die beiden Reality-Promis weiterhin verheiratet. Öffentlicher Showdown bei den Pochers.
Einen ähnlich skurrilen Rosenkrieg lieferten sich 2023 Oliver und Amira Pocher. Nachdem sie ihre Beziehung 3 Jahre lang in ihrem gemeinsamen Podcast Die Pochers öffentlich zelebriert hatten, verkündeten sie auf diesem Kanal im August nach 7-jähriger Beziehung und 4 Ehejahren auch ihre Trennung. Dort eröffnete Amira den Fans: "Wir dachten uns, dass wir das hier auf diesem Wege wahrscheinlich am besten sagen können. Wir sind getrennt." Seine Podcast-Reihe setzte Oliver Pocher kurz darauf ausgerechnet mit seiner Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden fort, unter dem neuen Titel Die Pochers frisch recycelt. Deutsche Promis schalten auf Scheidung um. Vor allem Anfang des Jahres 2023 gingen erstaunlich viele weitere Beziehungen deutscher Promis in die Brüche. So trennte sich Moderator Markus Lanz nach 12-jähriger Ehe von seiner Frau Angela Gessmann, Let's Dance-Moderatorin Viktoria Swarovski nach 6 Ehejahren von ihrem Ehemann Werner Mürz und das TV-Sternchen Sylvie Mais nach knapp 2,5 Jahren von dem Künstler Niklas Castello. Wesentlich länger hielten es Promi-Designer Harald Glöckler und sein Lebenspartner Dieter Schroth miteinander aus, die ganze 35 Jahre Seite an Seite verbrachten, bis sie Mitte Februar der Bild-Zeitung ihre Trennung vermeldeten. Für allgemeine Betroffenheit sorgte zudem das Beziehungsende des Musikerpärchens Johannes Oerding und Ina Müller, die 12 lange Jahre miteinander gelebt hatten. Auch auf internationalem Parkett trennten sich die Wege so einiger prominenter Paare. Die weitaus meisten Schlagzeilen generierte dabei das Beziehungsende des Hollywood-Schauspielers Kevin Costner, dessen Frau Christine Baumgartner nach einer 18 Jahre andauernden Ehe im Mai 2023 überraschend die Scheidung einreichte. Im darauf folgenden filmreifen Rosenkrieg zankten sich die beiden vor allem wegen Unterhaltsfragen und das Sorgerecht für die 3 gemeinsamen Kinder. Der über Anwälte ausgetragene Streit eskalierte, als Costner auf Baumgartners Auszug aus dem kalifornischen Familienanwesen bestand und sie schließlich per Gerichtsbeschluss vor die Tür beförderte. Neben langjährigen Schauspielerehen gingen 2023 auch nicht wenige Liebesbeziehungen bekannter Musiker in die Brüche, die jedoch allesamt wesentlich kurzlebiger ausfielen. Vergleichsweise lange hielten es dabei Kylie Minogue und ihr Freund Paul Solomons miteinander aus. Nachdem die beiden ganze 5 Jahre gemeinsam durchs Promi-Leben gegangen waren, scheiterte ihre Partnerschaft schließlich an den Schwierigkeiten der Fernbeziehung, in der sich die beiden wiederfanden, als die Sängerin Anfang 2022 zurück in ihre Heimat Australien zog und den ehemaligen Kreativchef in London zurückließ. Auf 6 gemeinsame Jahre brachte es US-Superstar Taylor Swift mit dem britischen Schauspieler Joe Alwyn. Im April sagten sich die beiden einvernehmlich Goodbye. Mittlerweile sorgt die zwischenzeitlich zur Person des Jahres 2023 gekürte Sängerin durch eine neue Liaison mit dem Footballspieler Travis Kelce für Schlagzeilen. Berliner Kultmusiker Frank Zander kämpft kurz vor Weihnachten mit gesundheitlichen Problemen. Am 11. Dezember wurde er mit dem Rettungswagen in ein Berliner Krankenhaus gebracht. Sein Sohn Markus hat im Gespräch mit RTL nun ein Update zum Gesundheitszustand des Sängers gegeben. Sein Vater werde gerade im Krankenhaus intensiv untersucht und die Ärzte sind seit heute Mittag guter Hoffnung, das Problem eventuell gefunden zu haben, gibt er bekannt. Die genaue Diagnose stehe aber noch nicht zu 100%. Doch wenn alles gut gehe, wird er schnell und auch zu 100% wieder fit, erklärt Markus Zander weiter. Sein Vater lasse zudem ausrichten: "Ein echtes Berliner Urgestein geht so schnell nicht kaputt. Das wird schon wieder." Frank Zander musste am Montag mit einem Krankenwagen ins Martin-Luther-Krankenhaus in Berlin eingeliefert werden. Nach einer Fernsehsendung am 1. Dezember und einer vorherigen Corona-Infektion sei der körperliche Zustand seines Vaters von Tag zu Tag schlechter geworden, berichtet sein Sohn. Er sei morgens kaum noch aus dem Bett gekommen und habe kaum noch Appetit gehabt. Seine Hausärztin habe dann die Reißleine gezogen und dringend empfohlen, dass sich Frank Zander mit dem Rettungswagen ins Hospital einweisen lassen solle. Frank Zander erklärte dazu in einem kurzen Statement: "Ich könnte mir was Besseres vorstellen, als vor meiner Weihnachtsfeier für Bedürftige und Obdachlose in die Klinik zu müssen. Doch es sei nicht mehr anders gegangen. Ich wurde immer schwächer, und jetzt werde ich komplett hier durchgecheckt." Nachdem Fritz ursprünglich bereits im Sommer in mehr als 100 Ländern gestartet ist, ist nun auch Europa an der Reihe. Ab sofort können sich deutsche Internetnutzer auf der Kurznachrichtenplattform von Meta anmelden. Auch erste deutsche und europäische Promis haben bereits auf der hierzulande neuen Plattform Beiträge geteilt. Um Fritz nutzen zu können, können Interessenten ihren bestehenden Instagram-Account zum Login verwenden und ihr Profil für die Plattform anpassen. Es ist derzeit aber auch möglich, ohne eigenes Profil Beiträge anderer einzusehen. Wer jedoch mit anderen Nutzern interagieren möchte, benötigt einen Account. Zu den ersten deutschen und europäischen Promi-Nutzern gehören unter anderem Fußballer Toni Kroos und die italienische Modeschöpferin Donatella Versace. Während Kroos ein weihnachtliches Kindheitsbild veröffentlichte und fragte, ob schon alle bereit fürs Fest seien, meldete sich Versace mit einem cleveren Wortspiel.
ProSieben spendierte unterdessen dem Moderatoren-Duo Joko Winterscheid und Klaas Häufer-Umlauf einen gemeinsamen Joko und Klaas-Account. Auf Instagram sind auf einem entsprechenden Profil allerhand Abenteuer der beiden rund um ihre Shows zu finden. Zum Einstieg gab es hier ein einfaches Gumo, also guten Morgen. Winterscheid meldete sich unter anderem mit einem It's Britney Bitch zu Wort. Neben den ersten Promis haben natürlich auch wir direkt den Weg auf die neue Plattform gefunden. Ab sofort informieren wir euch also ebenfalls über unseren neuen Threads-Account über alle interessanten News eurer Lieblingspromis. Folgt uns gern unter Promi Deluxe. Wir freuen uns auf euch. Rund 3 Jahrzehnte nach dem letzten Film der Beverly Hills Cop-Reihe kehrt Eddie Murphy als Kult-Detective Axel Foley auf die Bildschirme zurück. Im Sommer 2024 wird der Hollywood-Schauspieler in Beverly Hills Cop, XLF, bei Netflix zu sehen sein. Der Streamingdienst hat jetzt einen ersten Trailer veröffentlicht. Der Clip zeigt, dass Murphy offenbar mal wieder reichlich Chaos stiften wird. Axel Foley ist zurück, heißt es im Trailer, und das in bekannter Manier. Filmfans erwarten demnach wohl wieder allerhand Action-Szenen zwischen Verfolgungsjagden, Schießereien und flotten Sprüchen. Bitte sag mir, dass du nicht schon wieder festgenommen wurdest, bekommt der Detective etwa am Telefon zu hören, während er in einem Truck durch die Gegend rast. Seine trockene Antwort darauf: zweimal, aber ich bin ausgebrochen. Der vierte Teil der Reihe erscheint rund 30 Jahre nach Beverly Hills Cop 3. 10 Jahre zuvor war Murphy erstmals in Beverly Hills Cop, ich löse den Fall auf jeden Fall als Axel Foley auf der Leinwand zu sehen. In der neuen Action-Komödie bekommt er es laut Netflix mit einer Verschwörung zu tun. Als das Leben von Foleys Tochter auf dem Spiel steht, tut er sich mit ihr, seinem neuen Partner und seinen alten Freunden John Taggart sowie Billy Rosewood zusammen. Als Produzent ist ebenfalls ein alter Bekannter mit an Bord, der mehr als genügend Action-Erfahrung mitbringt und auch bei den beiden ersten Teilen diese Rolle eingenommen hat, Jerry Bruckheimer. Gina Lisa Lofink auf der Suche nach der großen Liebe. Aber warum gerade jetzt und warum geht sie mit Hilfe einer TV-Dating-Show auf die Suche nach Mr. Right? Das verrät die Blondine jetzt in einem Interview. Nachdem sie 2008 durch Germany's Next Topmodel bekannt wurde, nahm sie bei Sendungen wie Promi Big Brother, Die Alm oder dem Dschungelcamp teil. Nun gibt es eine echte Premiere. Die 37-Jährige bekommt ihre eigene Dating-Show. Die Sendung mit dem Arbeitstitel bei Gina Lisa Läuten die Hochzeitsglocken ist ein Spin-off von Forsthaus Rampensau und soll im Frühjahr 2024 bei Join zu sehen sein. Aber Moment mal, warum sucht Gina Lisa überhaupt im TV nach der großen Liebe? Fliegen ihr die Männerherzen nicht reihenweise zu? Bis jetzt waren es nur Flops. Ich gerate immer an die falschen Männer, klagt sie im Interview. Es ist nicht einfach, meine Prominenz steht mir im Weg. Ich kann oft nicht sehen, wer es gut mit mir meint und wer nicht. Viele wollen einfach nur meinen Namen nutzen. Schon zu oft habe die Reality-Darstellerin Frösche geküsst. Am Ende blieb meistens Enttäuschung übrig. Zeigt sie sich traurig. Doch Gina Lisa bleibt optimistisch und freut sich darauf, im TV auf Männerjagd zu gehen. Ich weiß ja auch nicht, warum sie erst jetzt darauf kommen, mit mir so eine Show zu machen. Aber ich bin wahnsinnig stolz drauf und das wird so witzig. Ihr könnt alle sehr gespannt sein, kündigt sie an. Ihr wollt mehr über Ginas Suche nach der Liebe erfahren und auch sonst keine Promi-News mehr verpassen? Dann lasst doch am besten ein Abo da und aktiviert die Glocke. Teilt dieses Video gerne auch mit euren Freunden oder in den sozialen Netzwerken. Der Tod von Matthew Perry war ein Unfall. Das hat die Gerichtsmedizin des Los Angeles County am 15. Dezember mitgeteilt. Im Körper des im Oktober im Alter von 54 Jahren verstorbenen Friends-Schauspielers sei Ketamin gefunden worden, dessen akute Wirkung zum Tod Perrys geführt habe. Zu weiteren Faktoren, die beigetragen hätten, gehörten demnach Ertrinken, eine koronare Herzerkrankung und die Wirkung von Buprenorphin. Die US-Drogenbehörde beschreibt Ketamin als dissoziatives Anästhetikum mit halluzinogener Wirkung. Dieses sei als medizinisches Produkt zugelassen. Es werde unter anderem in Form von Esketamin zur Behandlung von Depressionen genutzt. Buprenorphin werde hingegen zur Entwöhnung von Opioiden eingesetzt. Kurz nach dem Tode Perrys hatten US-Medien bereits berichtet, dass verschreibungspflichtige Medikamente im Haus des Verstorbenen gefunden worden seien. Der Schauspieler war am 28. Oktober gegen 16 Uhr leblos im Whirlpool seines Hauses in Los Angeles aufgefunden worden. Nachdem ein Notruf abgesetzt worden war, konnten ausgerückte Sanitäter nur noch den Tod Perrys feststellen. Vom Beziehungschaos zur süßen Liebeserklärung. Nachdem sie die jüngsten Trennungsgerüchte dementiert haben, ließ es sich Pietro Lombardi nicht nehmen, seiner Freundin Laura Maria Ripa öffentlich zum 28. Geburtstag zu gratulieren. In einer Instagram-Story teilte der Sänger ein kurzes Video, zu dem er "Happy Birthday, ich liebe dich" mit einigen Herzen schrieb.
In dem Clip ist das verlobte Paar, das bereits einen gemeinsamen Sohn hat, im Urlaub auf einer Hängebank zu sehen. Die beiden kuscheln und tauschen leidenschaftliche Küsse aus. Laura teilte den Beitrag ebenfalls in einer Story auf Instagram und erwiderte: "Ich liebe dich." Zuletzt waren Spekulationen um eine Trennung bei den beiden aufgekommen, nachdem die Influencerin dem Sänger und seiner Ex-Frau Sarah Engels entfolgt war. "Ich muss euch die Tage etwas sagen, wenn ich mich bereit dazu fühle", schrieb Reba bei Instagram. "Ich bin enttäuscht und muss mich erstmal sammeln", waren damals ihre Worte. Dies scheint sie inzwischen getan zu haben und die aktuellen Zeichen stehen definitiv auf Big Love. Boris Becker scheint es in der Vorweihnachtszeit zurück in seine frühere Heimat zu ziehen. Auf Instagram hat die Tennislegende mit einem Foto aus Heidelberg überrascht, wo Becker einst mehrere Jahre zur Schule gegangen ist. Das Bild zeigt ihn nicht nur in seiner heimischen Umgebung, sondern auch Arm in Arm mit seinen beiden ältesten Söhnen Elias und Noah. Die beiden stammen aus Beckers früherer Ehe mit Barbara Becker, die Anfang 2001 geschieden wurde. Das Trio posiert auf der alten Brücke, im Hintergrund ist das Heidelberger Schloss zu sehen. Alle drei lächeln in die Kamera. "Manchmal ist es wichtig, zu seinen Wurzeln zurückzukehren", kommentiert Becker seinen Beitrag. Auch Noah und Elias Becker hielten den familiären Ausflug nach Heidelberg mit einigen Fotos auf ihren Instagram-Accounts fest. Unter anderem hat das Trio den Heidelberger Weihnachtsmarkt besucht. Noah Becker teilte außerdem noch ein Selfie mit Bruder und Vater an einem Tisch. Ob Beckers aktuelle Partnerin Lilian de Carvalho Montero ebenfalls mit in Heidelberg war, ist auf den Fotos nicht zu erkennen. Mit ihr lebt Becker seit einigen Monaten in Mailand. Im November hat Helena Fürst ihre Hirntumorerkrankung öffentlich gemacht. Bei der Reality-TV-Darstellerin war 2020 ein gutartiges Meningeom bei einem Routine-MRT entdeckt worden. Jetzt hat sie auf Facebook ein kleines Gesundheitsupdate mit erfreulichen Neuigkeiten gegeben. Das aktuelle MRT bestätigt es: "Mein Tumor schrumpft. Es seien zwar noch weitere Untersuchungen nötig", so Fürst. "Aber ich bin auf dem besten Weg der kompletten Gesundung." Dazu teilte die ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmerin ein altes Foto von sich, auf dem sie in die Kamera lächelt. Seit der Diagnose im Jahr 2020 hatte Fürst mit einigen gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Die Untersuchung war damals anlässlich ihrer geplanten Teilnahme beim Promi-Boxen durchgeführt worden, erklärte sie im Gespräch mit NTV. Kurz nach der Diagnose habe sie unter blitzartigen Schmerzen in der rechten Körperhälfte und einem Rauschen in den Ohren gelitten. Ein medizinischer Befund habe dann ergeben, dass sich der Tumor bis zum Gehörgang ausgebreitet habe. Die Ärzte rieten der Reality-TV-Darstellerin zu einer operativen Tumorverkleinerung mit anschließender Einzelbestrahlung des Resttumors. Fürst entschied sich aufgrund der Risiken jedoch gegen eine Operation. "Kein Arzt habe mir versichern können, dass er auch nur einen Teil des Tumors unbeschadet aus meinem Kopf bekommt. Dank einer individuellen Therapie ging es ihr schnell besser. Sie war zuversichtlich, Glück gehabt zu haben",